Die Münchner Löwen haben einen angenehmen Lauf. 4 Siege in Folge, nur ein Gegentor in den letzten 5 Spielen. Allerdings stehen sie ganze 9 Plätze hinter Ulm. Die Löwen im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße. Tolles Fußballwetter mit der ersten Bewegung Richtung Ulmer Tor. Moritz Schröter aus der Entfernung. Die Münchner ohne Torjäger Julian Guttau, er mit Magen-Darm abgemeldet. 1860 mit dem besseren Start, erste Ecke. Und Leroy Quadwo ist als erster am Ball. Gute Gelegenheit für die Löwen. Ulm reklamiert aber alles in Ordnung. Guter Kopfball, aber noch besser die Reaktion von Christian Ortak im Ulmer Tor. Die darauf folgende Ecke und da ist der Ball im Tor. Und wie? Jesper Verlaat, aber er geht sofort auf die Knie. Nicht vor Freude, denn der Treffer zählt nicht. Der Schiedsrichter entscheidet Stürmerfoul nicht von Verlaat, sondern von Mansur Uro Dagbar. Er blockt Ulms Tom Gahl die Entscheidung, den schönen Kopfball nicht anzuerkennen. Richtig. Die andere Seite, diesmal Ecke für Ulm, Jonas Reichert und Philipp Stumpf. Beste Gelegenheit bislang für den SSV Ulm. Reichert hat viel Platz, Stumpf dann mit der falschen Fußstellung. Nach 22 Minuten weiter torlos. Die Löwen allerdings einen Tick besser. Sie machen mehr nach vorne. Moritz Schröter schickt Abdinegro Nakishi auf die Reise und der ist schnell, aber an Christian Ortak kommt er nicht vorbei. Die beste Löwenchance bislang. Klasse Angriff. Ulm kann sich bei Ortak für die Null bedanken. Mittlerweile hat sich an der Grünwalder Straße ein gutes Drittligaspiel entwickelt. Was fehlt, sind die Tore. Der eingewechselte Greilinger verliert den Ball an Leandro Cienza. Der versucht es alleine. Cienza, erste gute Aktion des Brasilianers. Gut eine halbe Stunde mittlerweile gespielt. Cienza bis zu diesem Zeitpunkt relativ unauffällig. Ulm gewinnt langsam die Überhand, macht Druck auf die Löwen. Der Ball kommt zu Philipp Meyer. Meyer, guter Schuss, aber auch gut pariert von Löwenstoßmann Marco Hiller. Die Ulmer machen das gut, aber nicht nur diese beiden hier oben am Fenster sehen im ersten Durchgang keine Tore. Dennoch eine interessante Partie in München. Die zweite Hälfte. Ulms Schlussmann Christian Ortak. Lamar Jabrot, der Ball ist nicht gut, landet bei Moritz Schröter. Und da ist Uro Dagbar. Glück für die Ulmer. Tom Gahl aufmerksam dazwischen. Die Spatzen machen es den Löwen hier viel zu einfach. Die Münchner kommen besser aus der Kabine. Die Ecke aber erstmal geklärt. Zweiter Versuch vom starken Moritz Schröter. Der lange Verlaat und Michael Glück trifft den Ball nicht richtig, auch noch abgefälscht. Kein Problem für Ortak. Die Ulmer haben sich jetzt etwas zurückgezogen. 1860 macht mehr. Foul an Tim Rieder, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Da kommt Leroy Quadwo, die Ulmer unter Druck, aber dann mit dem anschließenden Ballgewinn durch Brandt und Leonardo Cienza mit der Konterchance. Doch daraus wird nichts. Marlon Frei, der Münchner, mit der Frustgrätsche spielt das Unschuldslamm, die Aufregung riesengroß. Der Schiedsrichterassistent nimmt ihn in Gewahrsam. Frei nur wenig schuldbewusst. Und die Entscheidung von Schiedsrichter Tom Bauer glattrot für den Löwen. Aber es ist eine harte Entscheidung. Frei trifft Cienza nur leicht, kommt auch nicht von hinten. Die aggressive Art und Weise hat wohl den Ausschlag für Rot gegeben. Die Ulmer jetzt gut eine halbe Stunde mit einem Mann mehr. Und auch wieder mit Chancen der eingewechselte Lennart Stoll. Aber Verlaat aufmerksam, klärt für die Löwen weiter 0:0. Die letzten Minuten im Grünwalder Stadion.
Ulm wechselt nochmal, Allgeier raus, für ihn neu dabei Lukas Röser, nochmal eine Offensivkraft. Dann Ecke für den Tabellendritten. Und da ist das Tor. 1:0 für die Spatzen und der Torschütze heißt tatsächlich Lukas Röser. 2 Minuten ist er auf dem Platz und schon trifft er der Lucky Punch in der Nachspielzeit 90+3. Von den Münchnern alleine gelassen, von hinten kommt er angeflogen. Ein außerordentlich glückliches Händchen von Trainer Thomas Wörle für Röser, Saisontor Nummer 4. Aber es ist immer noch nicht vorbei. Die Löwen nochmal. Wütend nach dem 0:1, Manfred Starke bringt den Ball nochmal gefährlich vor das Ulmer Tor. Und da steht Leroy Quadwo mit der Gelegenheit, doch noch den Ausgleich zu machen. Ganz dickes Ding zum Schluss für die Löwen. 3 Meter vor dem Tor. Glück für den SSV Ulm. Und dann ist Schluss in München. Der SSV gewinnt mit 1:0. Der Höhenflug geht weiter.